Diesmal bei GnuFunst. Bringen uns SystemD und die PowerShell den Linux-Desktop auf dem Router? Oder verspätet sich Fedora 25 auch ohne Wayland? Schaltet ein und findet raus, was in den nächsten 25 Jahren passieren wird. Plus 6000 Jahre FreeCIF. Wir haben es wieder mal geschafft. Zum Glück früher als nach 25 Jahren. Aber nicht vor 18 Uhr. Nicht vor 18 Uhr, tatsächlich. Doch, wir haben es vor 18 Uhr. Wow, super. Ja, und Linux ist auch schon älter, habe ich gehört. 25 Jahre. 25 Jahre, genau. Die Sommerlochmeldung überhaupt. Als wir nach News geguckt haben für die Sendung, sind wir darauf gestoßen, dass Linux jetzt gerade 25 Jahre alt ist. Ja, wir haben uns gedacht, das nehmen wir gleich mal in die Sendung mit und überlegen so ein bisschen, wie unsere Linux-Geschichte eigentlich war. Was war deine erste Distro? Meine erste war vermutlich ein Red Hat. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Jedenfalls, der erste Versuch, das zu installieren, ist erstmal grandios gescheitert. Und was danach kam, weiß ich jetzt erstmal nicht mehr. Das kenne ich von SUSE. Also bei mir, so jeder kennt das, hat das mal gemacht, oder? Also ein SUSE installiert, dann irgendwie nicht damit klargekommen und dann irgendwie doch wieder, oh Gott, ich glaube Windows, ja, dann irgendwie doch wieder das andere Betriebssystem. Und was war, ich weiß gar nicht mehr, ob das SUSE Enterprise Linux oder OpenSUSE war, es war irgendwas, wo SUSE drauf stand und das gehört auch nicht Novell damals. Und die hatten dieses Konfigurationswerkzeug Yast, genau, dafür ist SUSE ja bekannt. Und irgendwie konnte man an Yast vorbei aber nichts einstellen. Und irgendwie konnte ich nicht tiefer einsteigen damit, sondern entweder ich habe in Yast was verkonfiguriert und es funktionierte dann nicht mehr oder ich habe irgendwie nichts gemacht mit dem System. Und deswegen war das immer so ein Anfang, mit dem ich gescheitert bin. Nee, mein erstes, was funktioniert hat, war Mandrake. Mandrake habe ich auch benutzt, aber es kann sein, dass ich dazwischen mal Debian benutzt habe. Das weiß ich auch nicht. Debian habe ich auf jeden Fall eine Weile benutzt. Debian benutze ich immer noch. Dann habe ich zwischendurch auch mal dieses Ubuntu verdrängt, dann wieder Debian benutzt, auf Fedora ausgerutscht. Gott. Und Ubuntu, da war was. Ubuntu kann ich irgendwie, finde ich irgendwie nicht mehr erwähnenswert. Das ist so eine Lücke, das ist... Ich bin mit der Entwicklung nicht zufrieden. Ich glaube, am Anfang war das schon cool, aber ja, recht. Das Stepperdrake 6.06, damit habe ich angefangen, okay. Mit LTS. Ich glaube, ich hatte irgendwo mal im Linux-Magazin tatsächlich das Ubuntu 1.0. Ich müsste die CDs sogar noch liegen haben. Vielleicht können wir sie am Ende als Beweis zeigen oder so. Ja. Das Einzige, was bei mir an Ubuntu hängen geblieben ist, sind unsichtbare Fenster, weil sie Compass irgendwann so zerpatcht haben. Also das war noch vor der Unity-Zeit. Also ich habe schon vor Unity aufgehört, Ubuntu zu benutzen. Ich mochte Mandrake damals, weil das das Erste war, was ich hatte, was USB-Sticks automatisch mounten konnte. Das war das Erste, bei dem es funktioniert hat bei mir. Und was war noch spannend daran? Richtig, man war nicht so sehr aufs Internet angewiesen. Man hatte Ich hatte ja nichts damals, nicht mal einen eigenen Internetanschluss und Mandrake wollte nicht ständig irgendwie Pakete hinterherziehen. Das hat eine Installations-CD und die war relativ abgeschlossen. Das war, glaube ich, der Grund damals für mich. Und Mandrake heißt ja jetzt Mandriva, ist, glaube ich, auch RPM. Die sind irgendwas fusioniert, ne? Ja, ja, auch RPM. Ich glaube, da gab es einen Namensstreit mit dem Namen, deswegen mussten die sich umbenennen. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch alles. Da gibt es ein Interview von irgendeinem von vor 2 oder 3 Jahren bei den Mikrognus. Da hatten wir mal jemanden von Mandriva. Was ich noch toll fand, was damals so richtig schön eingeschlagen ist, ist ja, als Knoppix rauskam. Da konnte man dann auch mal der Familie zeigen, was man da eigentlich macht mit diesem Linux-Zeug. Und ich finde, Knoppix hat eine ganz wichtige Sache irgendwie unterstrichen. Das war als Distribution, war ja nicht einfach nur jede Menge Software da drin installiert. Und das war das erste so richtige Live-System mit grafischem Desktop, was irgendwie die Hardware-Erkennung automatisch gemacht hat. Aber vor allem kommt der Desktop bis heute in einer sinnvollen Vorkonfiguration. Und man muss nicht, also
das ganze Feintuning, so die ganzen Sachen, die bei einem auf Platte installierten Linux erstmal aufpoppen und irgendwie konfiguriert werden wollen und einen nerven, das ist in Knoppix eigentlich alles schon voreingestellt. Und ich glaube, deswegen macht das auch als Live-System mehr Sinn als System, was man sich tatsächlich auf die Platte installiert. Also ich hab da ein bisschen draus gelernt für mich, muss ich sagen. Ja, mittlerweile sind ja fast alle Distributionen irgendwie live am Anfang, bevor man sie installiert. Mhm. So zum Beispiel auch ein Gentoo, wo ich im Moment eigentlich meine hauptsächlichen Sachen mache. Du benutzt das richtig so im Alltag, ja? Das ist mein Alltagsbetriebssystem. Mhm. Genau. Das ist eigentlich die nächste Distro, die ich mir nochmal anschauen wollte. Und irgendwie ist, genau, bei mir ist ein Plattencrash neulich dazwischen gekommen, deswegen hatte ich, ja, frisst Zeit sowas. Was haben wir noch? Oh, was ganz Exotisches hatte ich mal am Start. Das war in meiner Schulzeit, da haben wir so als Schülergruppe einen Medienraum klar gemacht mit einem Linux und wir hatten so viel Ahnung auch nicht und wir sind über Vektor-Linux gestolpert. Kennt keine Sau, ich habe mich total gefreut, dass es das noch gibt. Ich weiß gar nicht, wie gut das ist oder so. Die haben halt einen ICE-WM-Desktop, der so ein bisschen so Windows 95 nachempfunden sein soll. Also den Anspruch auch hat, das zu sein. Und sind aber trotzdem stylisch ausgelegt und haben ein recht kleines, rundes Software-Setup, mit dem wir ausgeliefert werden. Kann man sich mal angucken. Vielleicht, das wäre auch wieder Stoff für eine nächste Sendung, nicht? Wir haben noch nicht mal die hier fertig. Was benutzt man noch so heute? Arch benutzt man heutzutage viel, sehr viel. Aber ehrlich gesagt, ich habe, weil es mir ein bisschen zu schnell vorwärts geht da, bin ich ja deswegen eher auf Gentoo klatschen geblieben als auf Arch. Aber ich glaube, auf einem ARM ist Arch, glaube ich, eine gute Lösung, weil es da nicht ganz so schnell ist. Ich habe es tatsächlich laufen auf einem ARM-System, auf so einem Backup-Embedded-Network-Storage-Blobsel halt. Also mit schnell meine ich nicht die Geschwindigkeit an sich, sondern wie schnell Updates kommen, ne? Das ist wohl gemerkt. Ja, nee, das läuft doch ziemlich unadministriert dort. Aber das, genau, lief auf dem ARM-Prozessor ganz gut und war ein Distro dafür. Mochte ich. Doch, ich mochte das. Also ich fand Pac-Man ganz schön als Paketmanager. Kann man machen. Und sonst, was ich noch als Live-Boot-System an der Stelle laufen habe, ist TinyCore. TinyCore finde ich ja lustig. TinyCore lebt komplett im Init-RAM-Drive, also in diesem Boot-Prozess von Linux nicht. Da kommt der Kernel, der kriegt vom Bootloader ein Dateisystem übergeben, dieses Init-RAM-Drive, und dann erst mountet der seine Platten. Und das macht TinyCore schon gar nicht mehr. TinyCore läuft komplett im Init-RD und braucht nicht mal File-System-Treiber so richtig, wobei, glaube ich, welche drin sind. Aber es muss nicht mal einen Datenträger selber mounten, es kriegt das alles vom Bootloader an den Kopf geschmissen. Und das geht super schnell. Da läuft so ein kleiner X-Vesa-Server drin oder so. Und man drückt auf diesen Boot-Eintrag und in einer Sekunde steht der grafische Desktop. Das ist irgendwie süß. Man kann da noch irgendwie TAR-Archive hinterher installieren aus dem Internet. Finde ich als Live-System super. Bisschen experimentell, aber cool. Also ein ganz, ganz kleines 10 Megabyte Linux mit grafischem Desktop. Yeah. Und jetzt die große Frage. Ist Android noch ein Linux oder eine Linux-Distribution? Obwohl, nur weil dein Kernel läuft. Also ich finde ja. Ich finde, es ist technisch gesehen eine Linux-Distribution, aber es ist halt kein GNU-Linux. Ich habe neulich Termux entdeckt. Das ist so eine GNU-Umgebung für Android. Das macht es eigentlich ganz toll. Kann man sich mal installieren. Nee, ansonsten, doch, Android ist so ein bisschen technisch gesehen Linux. Sie machen relativ viel damit. Sie sind so ich finde, ein bisschen Post-Unix. Also wenn man sich anguckt, was für Ideen noch in Inferno OS und sowas reingeflossen sind, also in die Systeme, die nach Unix entwickelt wurden, da ist ziemlich viel in Android hängen geblieben. Also das Konzept, dass alles in einer virtuellen Maschine läuft, hat Android irgendwie in die Produktion übernommen. Man hat starke Applikationstrennung. Sie haben zum Beispiel User-Accounts, benutzen sie völlig anders. In Android hat jede Applikation bekommt einen eigenen Linux-User-Account und läuft in einem anderen User-Kontext. Das ist was zum Beispiel ein Desktop-Linux so wahrscheinlich nicht gewagt hätte. Und dadurch, dass Android alles neu aufzieht, konnten sie das reinbringen. Du hattest, glaube ich, nochmal auf deinem
Telefon, bevor du Android benutzt hast, noch so ein Ich mochte MIMO trotzdem mehr. Ja. MIMO war von Nokia die Debian-basierte Distribution für Telefone. Verständlich. Ein App-Store, der apt-get als Backend benutzt. Wir haben eins vergessen in der Vorbereitung, WebOS. Mhm. Da läuft zumindest Linux-Kernel drunter. Okay, was ist WebOS? Wo benutzt man sowas? Auch auf dem Handy. Es gab dann noch Tablets, glaube ich, später. Von Palm war das. Okay. Dann hat SAP gehabt. Ah, ja, ist an mir vorbeigegangen. Und ich habe noch ein Handy im Betrieb. Ja. Damit kann man jetzt nicht mehr so viel machen. Telefonieren, SMS schreiben. Du sagtest, Fedora hattest du mal, da bist du ausgerutscht. Das hatte ich ja auch mal am Start. Was ich bei Fedora noch als Feature toll fand, ist, dass die den ganzen SE-Linux-Kram, den ziehen die ja hart durch. Und in den ganzen User-Foren steht immer, wenn ihr mit SE-Linux in Fedora nicht klarkommt, dann muss man das und das machen, um das abzuschalten. Das fand ich ja unecht. Ich habe das als Gelegenheit genommen, mich mit SE-Linux auseinanderzusetzen. Dafür lohnt sich Fedora. Wobei, man muss enforcen, muss man schon selber. Mhm. Ich glaube, es ist auf permissive per Default eingestellt. Okay. Das war irgendwie hatte ich das an. Also wenn man sich weiter reinwagen will, dann CentOS. Das ist quasi das, was ich auch demnächst mir mal angucken will für die nächsten 25 Jahre. Ja, es dreht sich ziemlich viel jetzt mit SystemD und Wayland. Ziemlich viel davon dreht sich um Fedora und hat halt Effekte auf alle anderen Distributionen. Es hat keinen Effekt auf BSDs. Also wer SystemD so überhaupt nicht leiden kann und die Entwicklung, eigentlich so, sich so ein BSD anzugucken nochmal, wäre auch eine Variante, ne? Das dann, BSD gibt es auch schon länger, ne? Oder? Gibt's, wie lange gibt es BSD? Das ist die Berkeley System Distribution. Ich glaube, das gab es vor Linux schon. Mhm. Also das ein oder andere davon. Eigentlich ja nicht Linux und nicht GNU. Ein anderes, vor allem Unix. Vielleicht dazu so ein Feature könnte man auch mal vorbereiten. Ich wollte mir eigentlich noch was erzählen lassen dazu. Ich habe selber überhaupt keine Ahnung von BSD. Ich habe mir jetzt endlich mal so einen OpenWRT-Router, also eigentlich einen TP-Link-Router, den ich zu einem OpenWRT-Router gemacht habe, mal besorgt und war überrascht, wie einfach das eigentlich ist. Das ist ein Kommandozeilen-Linux, ne? Das ist ein Kommandozeilen-Linux, wozu man auch eine grafische Oberfläche bekommt. Im Prinzip ist es ein freies Betriebssystem für deinen Router. Ja. Und es gibt auch auf dem Dashboard so schöne Grafen, da kann man so gucken, was die Familie so macht. Ist so die grafische Oberfläche, ja. Das ist so die Web-Oberfläche, da kann man halt so gucken. Ach, da kriegst du so WLAN-Statistiken angezeigt. Ja, gut, das WLAN haben wir jetzt. Guck mal, cool, klick mal da oben auf Network und genau, was haben wir? ETH 0, ETH 1, WLAN 0, schön, Interfaces, ja. Kannst du mir das mal anzeigen, die Interfaces. Genau, auf dem dürfte theoretisch jetzt nichts sein. Genau, und WLAN dürfte nicht sein. Da kommt gerade nichts. Das haben wir ausgeschaltet gerade. Finde ich langweilig. Lass mal einloggen. Genau, lass mal in. Genau, also die Dinger flasht man auf so einen Router drauf. Gibt ein paar Routermodelle, die sind dazu mehr und ein paar, die sind weniger geeignet. Also manchmal muss man da irgendwie mit Drähten rangehen, das ist eigentlich hässlich. Und manchmal kriegt man das draufgeflasht einfach von der Update-Funktion, die in der Firmware vorhanden ist. Ich glaube, es gibt keine Firma, die OpenWRT so generisch ausliefert, aber. Ja, das ist entstanden aus dem freigegebenen Quellcode oder freigeklagten Quellcode von Linksys für die WRT-Router, deswegen OpenWRT. Bist du jetzt eingeloggt auf den Link? Ja, ich bin schon. Ach so, du bist schon, ja. Hast gar nicht gezeigt, wie man sich da einloggt. Per SSH-Root. SSH, und die haben passwortlose SSH-Login, solange bis man ein Passwort setzt. Kannst du mal. Guck doch mal, mach doch mal ls, da ist doch bestimmt nichts drin gerade in dem Root-Verzeichnis, oder? Doch, wir haben ja schon. Ach so, stimmt, wir haben ja was gemacht, das müssen wir uns nachher mal angucken. Ja, gucken wir mal. Nee, wir haben gerade die grafische Oberfläche gesehen, das Konfigurationsinterface, das ist Lucy, also das Webinterface. Und das eigentliche Konfigurationsinterface ist nämlich UCI oder UCI. Und da gibt es auch ein Kommando, genau, kannst du ja mal eingeben. Und da müsst dann, ja, drück mal Enter. Und da müsst dann einfach so, oder Show, UCI Show. Da müsst dann einfach seine ganze Konfiguration, seine ganzen Netzwerk-Settings rausdumpen.
Man kann die über UCI verändern. Was man bei OpenWrt in der Regel nicht macht, ist die Service-Konfiguration schreiben. Das heißt, wir haben zwar einen DNS-Mask, der IP-Adressen vergibt, aber in der Regel werden wir etc/dns-mask.conf nicht anfassen, sondern geht doch mal nach etc/config. Wir gucken uns die UCI-Konfiguration an. Also in etc/config legt UCI seine Konfigurationssachen ab, wenn du zum Beispiel mal Network ausgibst. Oder DHCP oder sowas. Ja, Network. Genau. UCI hat ein einheitliches Konfigurationsformat und man schreibt halt eigentlich nur die UCI-Konfigurationsdateien. Und UCI kümmert sich darum, dass alle Services gemeinsam konfiguriert werden auf Basis dieser Konfiguration. Was cool ist, ist, dass man so Hardware-Features von Routern darüber nutzen kann. Also hier sehen wir gerade, in so einem Router steckt ja meistens ein Switch drin und der unterstützt meistens VLANs, also eine Trennung dieser Switchports voneinander. Da kannst du dann deinen Fernseher zum Beispiel, der nach Hause telefonieren möchte, ein anderes VLAN packen, was ein bisschen anders behandelt wird. Genau, so dass er nicht im sonstigen Netzwerk nicht sieht. Hat so ein bisschen das Feeling, als wenn jeder einzelne Switchport ein eigenes Netzwerkinterface wäre. Und dafür ist OpenWrt halt wirklich ausgelegt, weil wann hat man schon mal Hardware, wo man wirklich mit so einer kleinen 5-Watt-Büchse irgendwie Gigabit-Netzwerk-Traffic routen kann? Und das auf vielen Interfaces. Kann man mit OpenWrt voll nutzen. Wollen wir nicht einfach mal dieses Skript zeigen? Warum wir Knight Rider SH rumliegen genau. hatten? Wenn man schon mal einen Linux hat und dann auch noch auf das Sys-Class-Interface von dem Kernel, der da drauf ist, zugreifen kann, dann muss man das auch gleich machen. Also, Moment. Ja, jetzt halt den Router mal richtig schick ins Bild hier. Ja, schön höher. So, sieht man das? Doch. So, und dann, dann starten wir einfach mal das Knight Rider-Skript. Also, das war natürlich in einem Ordner. Kannst du den mal halten hier? Ja. So. So. Man lernt halt die Router-Hardware so ein bisschen kennen. Man kann, meistens haben die eine USB-Buchse, mit der man Sachen machen kann. Man kann Sachen mit den Lämpchen machen. Und überhaupt so ein Netzwerkgerät, muss nicht besser sein als ein Raspberry. Man kann den halt auch benutzen, einfach als Stereoanlage, USB-Dongle hinten dran. Das ging nicht out of the box, nicht? Das ging nicht out of the box, aber da gibt es, haben wir was gefunden, man kann quasi eine Soundkarte anschließen. Das ist schon mal cool, finde ich. Muss man noch nachinstallieren. Ja. Ah, Softwareinstallation, wie hatten wir das gemacht? Das ging mit... ich mache mal das Skript hier aus mit opkg und das ist im Prinzip wie so ein apt-get. Lässt sich auch so ähnlich bedienen. Das ist das Paketsystem und das ist so dem Debian apt-get so ein bisschen nachempfunden. Ne? Mhm. Ich glaube, wir hatten vorhin mal Python installiert. Wir können ja mal Vim installieren. Das war unser Leid. Da dürft ihr uns jetzt sagen, dass das. Ach nee, es ist schon installiert. Ach, aber wir haben es nicht gestartet. Wir hatten nur VI gestartet, ne? Naja, ich hatte eigentlich Vim, Vim gestartet. Ja, also der installiert halt trotzdem noch, glaube ich, Vim Lite. Oder das Minimal Vim. Vielleicht gibt es einen. Was relativ spannend ist, ist die Art, wie der Speicher ausgelegt ist. Also du kannst ja mal so ein DF machen, eingeben. Wir haben eine Busybox. Wir haben einen ROM und einen Overlay. OpenWrt wird eigentlich in den ROM von diesem Router geflasht, hart, und in den schreibt man im Betrieb nicht rein. Und dann gibt es ein Overlay obendrauf und alles, was man hinterher an Software installiert oder was man an Konfigurationsdateien schreibt, wird in das Overlay geschrieben von dem Router. Und man kann auf die Weise ein Werksreset ganz gut machen, indem einfach nur das Overlay zurückgesetzt wird und im Zweifelsfall bootet der Router immer aus dem ROM. Man kann OpenWrt auf die Weise updaten, indem man den ROM einfach neu flasht und alle Konfigurationsdateien, die im Overlay liegen, bleiben trotzdem erhalten. Finde ich ganz hübsch, deswegen funktioniert auch dieser Hardware-Reset-Button hinten am Router, funktioniert auch bei OpenWrt als Werksreset.
Was hat man noch, wenn man OpenWrt installiert? Es gibt immer zwei Images. Es gibt, also man lädt die ROM-Images runter und das gibt es zum Flashen, wenn man das erste Mal flasht. Und es gibt die Update-Images, die man einspielt, wenn man schon mal geflasht hat. Das heißt, wenn man schon mal geflasht hat und nur ein Update-Image einspielt, dann ist das nicht in der Lage, den Router komplett zu bricken. Wenn man das erste Mal flasht, dann muss man da durch, dann setzt man sich dieser Gefahr aus. Das Update-Image allerdings, das lässt den allerersten Teil des Bootloaders in Ruhe. Und wenn man so ein Update versenkt, kann man meistens den Router noch mit TFTP von einem Rechner aus dem Wasser ziehen. Ja. Zwar nicht über die SSH-Shell, aber... Soll ich dir sagen, wie ich das gemacht habe? Wie hast du das gemacht? Ich habe die TP-Link-Oberfläche genommen, habe dort das Image als Update eingefügt. Ja, genau. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht zwei Sachen gemacht. Ja. Ja, ja. Das, wie gesagt. Ja. Vielleicht war das in früher Version noch ein bisschen... Nee, du hast das erste Image, das Root-Image eingespielt, nicht das Update-Image. Aber ich habe nichts weiter gemacht. Nee, sollst du ja auch nicht. Ja, okay, gut. Aber so einfach ist es, ne? Wenn ihr so einen TP-Link-Router habt, kann man sich auch sehr leicht... es gibt da halt eine Hardware-Liste auf der OpenWrt-Wiki. Ja, die Tabelle ist ganz gut, ist auch durchsuchbar. Also wenn ihr irgendwo vorm Regal steht und euch einen OpenWrt-Router kaufen wollt, dann schaut einfach irgendwie dabei in die Liste, ob das Modell unterstützt wird. Ja, ich hatte allerdings Glück, ich hatte irgendwie noch eine ältere Seriennummer und musste nicht für das WLAN-N nicht extra nochmal einen Treiber und ein Modul nochmal nachinstallieren. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht die Welt, das können wir wahrscheinlich Router über OP Router haben Unterrevision. Also meistens stehen nicht auf der Packung vorne drauf, sondern so auf diesem kleinen Klebeetikett oder auf dem Preisschild. Da steht dann irgendwo die Revision drauf, die Hardware-Revision drauf. Genau. Auf der Packung schon in der Regel. Aber das kann passieren, dass im angeblich gleichen Routermodell verschiedene Hardware verbaut ist. Deswegen genauer hingucken, steht auf der OpenWrt-Webseite auch drauf. Genau, falls jemand genau wissen will, was ich jetzt hier, ich habe diesen Archer C7. Und da die Revision mit dem C, das ist die neuere, da muss man ein bisschen mehr machen. Und die mit dem B, ich wusste das vorher nicht, das ist die, wo es noch ziemlich einfach ist. Ich habe festgestellt, man braucht sich nicht unbedingt davor scheuen, die Nightly-Builds einzusetzen, das geht schon. Das ist quasi unsere Distribution des Monats, das OpenWrt, ne? Im Prinzip ja. Mir also, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Unheimlich Spaß gemacht als Netzwerkdistro. Kann man auch auf PCs installieren, einfach als Routersystem sehr geeignet. News? Es gibt auch wieder Nachrichten, genau. News. PowerShell unter Linux. Wolltet ihr das nicht schon immer? Ist das überhaupt was für Linux-User oder ist das eher für die Windows-User, damit die irgendwann, falls es kein Windows 11 gibt? Ich glaube, also Microsoft hat seine PowerShell auf Linux portiert. PowerShell ist ein bisschen, naja, Microsoft hat halt irgendwann mal gemerkt, dass sie so richtig eigentlich keine schöne Shell haben und dass sie das ein bisschen vermissen. Und dann haben sie diese PowerShell entworfen in ihrer ganzen .NET-Zeit. Und die Idee bei der PowerShell ist nicht, dass das so die Windows-Kommandozeilen-Umgebung ersetzt. Das ist weniger eine interaktive Shell, sondern ich habe sie selber noch nicht benutzt, aber ich habe mir sagen lassen, das ist eher sowas wie wenn man jetzt... keine Ahnung, User bin Python als Shell verwendet. Also das ist mehr so eine Scripting-Umgebung eigentlich und nicht wirklich für interaktiv gedacht, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Und ja, die haben so Konzepte wie eine Unix-Shell schickt halt Text-Streams durch die Gegend und kann die umleiten und zwischen Applikationen hin und her leiten. Die PowerShell macht das nicht mit freien Datenströmen, sondern die benutzen .NET-Objekte dafür, sind da also so einen Architekturschritt weitergegangen und ja, tauschen .NET-Sachen aus. Die Frage ist, was will ich als Linux-User damit? Und warum sollte Microsoft Linux-Leuten was schenken? Ich glaube, das ist gar nicht für uns gedacht. Ich glaube, dass Microsoft langfristig keinen Bock haben wird, Windows für Endanwender weiter zu betreuen. Ich denke, das Windows-Desktop-System wurde so ein bisschen aufgerieben zwischen iOS und Android und ganzen Mobilgeräten. So dieser Chrome OS auch noch. Chrome OS, stimmt, ja. Dieser ganze Betriebssystem-Vendor-Login, den sie versucht haben, also die ganzen Spiele gab es
jahrelang nur für Windows. Viele Applikationen gab es nur für Windows. Ich denke, das ist gescheitert. Ich denke, Applikationen heute sind viel portabler. Die Spieleentwickler sind der Windows-Plattform davongelaufen. Und ich denke, Microsoft will diesen Aufwand nicht mehr betreiben, eine Plattform für Endanwender zu betreuen. Sie haben ihre Azure-Services, sie haben ihre Web-Services, ihr Office 360 und so weiter. Das kann man alles auch unter Linux benutzen. Und ich denke, Microsoft will die Windows-Plattform nicht für Firmen, aber zumindest für Endanwender aufgeben. Und ich denke, das ist ein Schritt, um die Transition zu ermöglichen für bestehende Kunden. Sie hatten nur sowas Umgedrehtes vor ein paar Monaten schon mal gemacht. Sie haben unter Windows 10 das Ausführen von ELF-Binaries ermöglicht, also Linux-Programme generisch unter Windows fahren zu können. Seitdem läuft die Bash unter Windows und man braucht die PowerShell eigentlich gar nicht mehr. Also was hat das zu heißen? Das ist verwirrend, ja, oder? Ja. Na gut, ich habe schon mal ein Beispiel gesehen, PowerShell-Skripte, und zwar die dann halt den Windows-Update-Status oder den Virenscanner-Status prüfen. Aber das macht man ja dann unter Linux. Das macht unter Linux eigentlich nicht so viel Sinn. Nee, ja, aber das sind ja auch nur Beispiele. Windows-Admins können halt nur ihren Skriptpark dann vielleicht irgendwie mitnehmen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, wenn dort Windows-Anwendungen unter Linux emuliert laufen. Das ist mir alles zu komisch, geht zum nächsten. Es gibt ja auch Software, die nativ unter Linux läuft. Und die ganz toll ist, so wie OpenSSL und stabil und sicher. Ja, OpenSSL ist schon öfter negativ jetzt aufgefallen in letzter Zeit. Aber es gibt auch wieder coole Sachen wie neue Verschlüsselungsalgorithmen wie CHA-CHA20, wenn sich Paul mal eingelesen hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie das mit Open... Also ich meine, wir haben jetzt LibreSSL und dann gab es irgendwie PolarSSL und BoringSSL und GNU-TLS gibt es eh schon seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht genau, welche Bedeutung OpenSSL noch hat. Kann ich gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Da bin ich nicht auf dem Laufenden. Ja, aber in letzter Zeit hatte ich mal so ein bisschen in Krypto allgemein reingelesen und man kann ja ein Teil von dieser Aufgabe Kryptographie ist dieser tatsächlich Cypher-Algorithmus, also das, was wir als RC4 oder als AES oder in dem Fall als CHA-CHA20 bezeichnen. Man kann alles an diesem Cypher-Algorithmus richtig machen. Aber Kryptographie hat einfach noch ganz viele Stellen, an denen es versagen kann. Also da ist das Blockchaining, wie ordne ich meine verschlüsselten Datenblöcke an oder wie generiere ich meine Schlüssel, wenn ich in den Stream siegen will, also hin und her springen will. Da kann man ganz viel verkehrt machen. Dann gibt es Implementierungsfehler, für die ja OpenSSL gerade so berühmt war. Das heißt, der Cypher-Algorithmus ist nur ein Teil dieser Kryptographie. CHA-CHA20 ist schnell. CHA-CHA20 ist größtenteils statuslos, extrem schnell, so simpel, dass man es im Prinzip auf einem Atmega 8 implementieren kann. Und steht AES vermutlich nicht in Sicherheit nach. Das ist auch schwer zu sagen, weil er sehr neu ist. Also AES ist schon ziemlich abgehangen, CHA-CHA20 nicht, hat es gute Untersuchungen gegeben. Aber ich fände es spannend, das in nächster Zeit häufiger zu sehen. Deswegen finde ich das eigentlich cool, das Update. Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr auch mal das UseFlag LibreSSL unter Gentoo einfach mal einschalten, um mal einfach zu gucken, wie das mit anderen SSL-Implementierungen so aussieht, ob da noch alles funktioniert. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, und ob es da überhaupt auch CHA-CHA20 gibt, der LibreSSL? Ich könnte fast, aber... Tja, könnte man rausfinden. Es gibt noch mehr Software, die unter Linux läuft, nativ ohne PowerShell. Das ist Systemd. Linux läuft natürlich auch ohne Systemd, aber wenn ihr auch Mount nicht mehr benutzen wollt... Systemd frisst das Mount-Tool. Hier, ihr kennt den, ja. Ja, was macht du? Wobei man hier sagen muss, im Prinzip ersetzt es nicht das Eintippen von Mount, wenn ihr mal was einhängen wollt, sondern das ist eher für so automatische Prozesse gedacht, die im Hintergrund laufen. Ja, das soll halt mit dieser ganzen Automatisierung verheiratet werden. Ich weiß gar nicht, warum das mit Mount nicht gehen sollte oder so. Also was ist ein Mount? Mount ist eigentlich ein Kernelaufruf und dieses User-Space-Tool Mount, was ich da eintippe, das feuert eigentlich nur diesen einen Kernelaufruf ab.
Und das kann jede Applikation machen. Also natürlich kann das ein anderes Programm, kann diesen Kernelaufruf auch absetzen. Und in dem Fall soll es halt Systemd machen. Mount hat noch so ein paar Wrapper-Sachen. So, was ist, wenn ich ein Fuse-Dateisystem mounte? Was ist, wenn ich ein NFS mounte? Dann können hinter dem Mount halt noch Sachen stehen, die da hinterhergezogen werden. Und vermutlich ist das jetzt irgendwie die Begründung, warum Systemd das integrieren will, weil das alles dann integrierter werden soll. Ja, ich glaube, es soll vor allen Dingen in Systemd besser integriert werden. Das ist, glaube ich, der... Ich weiß nicht, welches das Problem das für mich löst, aber... Ja, werden wir sehen. Vielleicht werden wir auch Probleme bekommen damit. Nochmal Systemd. Genau, Systemd-Entwickler vergreifen sich erneut an Interprozesskommunikation. Aber diesmal wollen sie es ein bisschen richtiger machen und haben sich an dem Android-Binder orientiert. So ein bisschen vielleicht, nicht? Also erst wollten sie den Debus in den Kernel bringen und sie haben, Debus ist ein ganz schönes Geraffel und die Kernel-Entwickler haben irgendwie gesehen, was das heißen soll, wenn man Debus in den Kernel bringt und haben irgendwie laut geschrien und gesagt, das kommt hier nicht rein. Und dann ist das eben nicht passiert. Und jetzt mussten sich die Systemd-Entwickler dadurch mal auf den Hosenboden setzen und schauen, wie können wir Interprozesskommunikation im Kernel für uns richtig gestalten. Der Kernel macht Interprozesskommunikation, nennt sich Unix Sockets. Das ist eine Architektur, über die Interprozesskommunikation läuft. Was der Debus da drauf machen, beziehungsweise was KDebus gemacht hätte, beziehungsweise was BusOne machen soll, ist darauf sowas wie Multicasts noch zu machen. Also ein normaler Unix-Socket erlaubt halt eigentlich nur Unicasts oder nur das Austauschen zwischen genau einer Applikation, kann dadurch Messages an eine andere schicken. Und über den Debus im User-Space, der halt ein bisschen langsam ist, und dann über BusOne soll es möglich sein, dass Applikationen Multicasts senden können. Mhm. Kann sinnvoll sein. Ich weiß nicht, ob man das auf Unix-Sockets nicht irgendwie sinnvoll aufsetzen könnte. Der BusOne entwickelt noch ein Objektmodell obendrauf. Also sie schicken nicht mehr einfache Datenströme durch die Gegend. Sie haben noch ein Adressierungsmodell, logischerweise, um Multicast zu handeln. Ich weiß nicht so richtig, was das bedeutet. Ich kann das auch relativ schwer einschätzen hier. Ich bin relativ froh, dass es wirklich nicht der Debus geworden ist. Persönlich. Ich habe so viel Anteil eigentlich gar nicht daran, aber... Also wenn ihr zum Beispiel einer unter den wenigen Usern gehört, die Systemd bewusst einsetzen und auch eure User-Session unter Systemd laufen lasst, dann braucht ihr ja zum Beispiel Debus, damit das funktioniert. Und vielleicht, wenn Bus 1 sich durchsetzt, gut implementiert ist und auch schneller ist als Debus, dann könnte es sein, auch dass irgendwann Debus aus Systemd verschwindet und... Ich eins vielleicht diesen Platz einnimmt. Ich denke, ja. Vielleicht braucht man dann auch für den GNOME-Desktop keinen Debus mehr. Genau. Wo wir gerade bei GNOME werden, sind wir auch ganz schnell bei Fedora und Wayland. Also das ist die Nachricht, sag eins, die sagt, dass Fedora 25 auf jeden Fall verschieben wird. Genau, Vaporware of the Year. Aber die müssen ja ihre Linie drüber bleiben. Neben der nächsten GNU-Funst-Folge. Interessant ist, welche Gründe damals auch dazu geführt haben, warum Fedora 24 auch keinen Wayland so schnell bekommen hat. Das sind vor allen Dingen Dinge der Zwischenablage. Oder? Der Mittelklick für die Zwischenablage, das war halt noch ein Problem. Und Barrierefreiheit ist auch bisher unter Wayland natürlich ein Problem. Mhm. Unter dem X-Server kann man halt Text und Grafik unterscheiden. Ich weiß gar nicht genau, wie das Wayland macht. Also X11 hat halt, ein X-Server weiß, an welcher Stelle Text ist und wo Grafik ist. Wayland macht ja eher Rendering im Client, also Rendering in der Applikation. Das heißt, die werden ein Problem haben, Text von Grafik zu unterscheiden generell. Das kann man natürlich durch die API schlagen. Deswegen steht hier auch dieser schöne Satz, das funktioniert vor allem mit GTK gut oder vor allem mit GNOME gut, aber mit anderen Applikationen unter Umständen oder mit Nicht-GTK-Applikationen unter Umständen nicht so gut. Ja. Und sie schlagen halt ja auch vor, auch in Fedora 25, wenn es Menschen gibt, die halt darauf angewiesen sind, dann doch lieber weiterhin X11 zu benutzen. Ja, es wird natürlich die X11-Wrapper geben in Wayland, also
X-Server für eine Applikation, den man dann benutzt. Ja, ich bin gespannt. Also Fedora hat ja schon ein anderes Projekt, was irgendwie sich stark auf die andere Linux-Welt ausgelöst hat. Das hatten wir gerade. Das war Systemd. Und bei Wayland bin ich im Moment noch relativ entspannt, relativ gespannt, was daraus wird, weil so richtig abgehoben ist das bisher nicht, habe ich das Gefühl. Vielleicht, wenn das endlich von Fedora dann mal geschippt wird, aber... Ja. Dann gibt es auch bald am 3. und 4. 9. oder es fängt sogar schon am 2. an, am Freitag. Das ist die... Ja. Die Summit von der FSFE über Software, die keine Technikkonferenz ist. Die fängt nicht am 2. an. Die, fängt doch erst am 3. Die fängt am 3. an, am Samstag, aber die findet im Rahmen der QTCon statt. Und die QTCon fängt am 2. schon an. Ah, okay. Dann hatte ich das. Ja. Genau, das ist der erste Summit, also die erste Großkonferenz der FSFE sozusagen. Hat sich eher an die QTCon rangeflanscht, also ja, auch aus organisatorischen Gründen. Dafür sind sie halt im BCC, ja, zum Beispiel. Und das mit dem keine Technikkonferenz, das ist ernst zu nehmen. Die FSFE ist vor allem eine politische Organisation. Also FSFE macht halt Lobbyarbeit, die hier vorgestellt wird, und Community-Arbeit. Ich habe selbst auch einen Talk am Samstag, aber das ist ein technischer Talk, ironischerweise. Ich betreue den Webseitenpark für die FSFE und mache mein Webmasters Q&A. Also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Das ist in Berlin, im Berliner Kongresscenter. Ihr müsstet euch, glaube ich, über die QTCon Tickets besorgen. Aber das ist dann sozusagen nur für den FSFE-Teil. Lest das online, das steht alles da. Auch wenn ihr noch nur von der FSE bisher nur gehört habt, was macht ihr eigentlich genau, was habt ihr erreicht? Ist sicher eine gute Anlaufstelle. Genau, man trifft dort andere Fellows es gibt auch entsprechende Abendveranstaltungen. Ja, jetzt wird es eigentlich Zeit, endlich mal ein bisschen zu spielen. Darauf warte ich den ganzen Tag schon. Ja, du spielst auch die ganze Zeit hier schon rum nebenbei. Psst. Ja, wie versprochen, möchte ich jetzt endlich auch mal das Spiel ausprobieren. Ich stand ja gerade wieder ein bisschen FreeSilf, genau. Genau, was komm, ich mach, hier mach, schon mach die ganze Zeit. Wir wollen zocken. So. Ja, FreeSilf hat verschiedene Clients, ne? Genau, das ist der SDL-Client. Sagte mir auch am Anfang gleich zu, obwohl es GTK 2, GTK 3, XOR 3D gibt, wenn jemand noch die alten Motif-Zeiten kennt, noch eine Stufe älter. Das gefühlt vom Aussehen. Aber gab es noch einen am 3. 4. meine ich? 5. Es gibt einen QT-Client tatsächlich. Der ist nicht besser als der GTK3-Client. Ah, okay. Ja, sind kann man machen. Aber der SDL-Client sieht eigentlich am hübschesten aus. Nachteil beim SDL-Client ist, der hat viele Game-Settings, hat er nicht klickbar. Da muss man dann die Kommandozeile bedienen. Also FreeSIF hat eine Kommandozeile. Das hat ein Client-Server-Konzept. Netzwerkprotokoll ist, glaube ich, sowas IAC-artiges, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, es geht im Multiplayer, man kann auch gegen Computer spielen. Es ist ein sehr langes Spiel. Also wenn man das im Multiplayer machen will, dann sollte man sich schon Wochenende Zeit nehmen und ein bisschen Erfahrung haben dabei, die richtigen Game-Settings zu finden, die ein schnelles Spiel ermöglichen. Hacker, waren Sie doch gerade. Ja, ich habe sie nämlich wieder gesucht. Also wir leiten unsere... Doch, müssen irgendwie unsere Nation leiten, sozusagen. Das ist die Idee bei dem Spiel. Und suchen uns erstmal eine aus. Die meisten Nationen sind irgendwelche historischen Völker, die hier drin sind. Also das gibt es schon. Es sind ein paar Fantasiesachen dabei. Ja, los, fangen wir an hier. Du spielst jetzt einen weiblichen Linus Torvalds, ja? Genau, dachte ich mir so ein bisschen... Speziell. So, dann erklär mal, was muss ich denn hier machen? Genau, du startest mit, kann man natürlich einstellen, aber man startet mit verschiedenen Einheiten und du hast da gerade einen Forscher, so einen Kundschafter steht in der deutschen Version, okay, ein Explorer. Der kann sich schneller bewegen als andere Einheiten und
so richtig lieb zu bedienen ist Civ eher mit dem, also die Einheiten steuert man am besten mit dem Numlock von der Tastatur. Wenn man keinen Numlock hat, notfalls kann man die mit der Maus ziehen. Aber das ist ein rundenbasiertes Spiel. Also man klickt nicht einfach hin, wo du hingehen sollen oder so. Ein Zug ist ein bisschen überlegter normalerweise. Zieh den mal einfach irgendwie eins nach rechts oder sowas. Und ja, oder nach links von mir aus. Ja, genau. Du hast jetzt, glaube ich, den Kundschafter, der kann 3 Schritte gehen pro Zug. Kannst noch ein bisschen weiterlaufen. Ja. Genau, wir sehen die Landschaft, wir sehen Gelände und das Gelände besteht sozusagen aus einer Landschaft und aus Ressourcen, die speziell da drauf sind. Also was wir hier gerade im Beet haben, ist vor allem flaches Land, ein paar Wälder drumherum. Wir sehen da gerade einen Blauwal, also wir haben sozusagen einen Ozeanfeld, auf dem es nochmal speziell als Ressource Wale gibt und man kann Walfang betreiben, aber das können wir im Moment nicht. Weil wir haben keine Städte. Städte brauchen wir, um das Land zu bewirtschaften. Klick doch mal auf die, da wo das Plus steht, das heißt, da sind mehr Einheiten. Wenn du da draufklickst, kannst du dir eine aussuchen. Was man hier super erkennen kann. Den Siedler vor allem willst du jetzt benutzen, oder? Ja, und welcher ist der Siedler von denen? Ah, einer von denen. Genau. Ja, ja. Okay. Es lohnt sich an sich, Städte am Wasser zu gründen. Das heißt, dann werde ich auch in diese Richtung ziehen. Zum Beispiel, ja, genau. Und wenn du da hingehst, dann kannst du auch den Wal zum Beispiel kannst du Walfang betreiben von der Stadt aus. Ja. Mit dem Kundschafter ein bisschen rumlaufen. Wir wollen gleich mal eine Stadt gründen im nächsten Zug, nicht? So, am besten in die Richtung nach oben laufen oder in die, mehr ans Wasser? Der sieht jeweils, also es lohnt sich, die Küstenlinie abzulaufen. Ja, dann laufe ich hier. Oh, da ist ein Dorf, das ist hübsch. Das kann man einsammeln. Da sind manchmal findet man da Leute drin, die sich dann einer Nation anschließen. Oder da ist da eine Stadt drin oder Gold oder Forschung oder sowas. Mit dem Siedler kann man, oder das ist, nee, mit dem Arbeiter kann man das Gelände um eine Stadt herum verändern. Man kann damit zum Beispiel Straßen bauen oder Bewässerungsanlagen anlegen. Du könntest mit dem jetzt zum Beispiel eine Bewässerung bauen. Auf dem Feld, auf dem er steht. Und das Arbeiter. Machst du, du hast unten in der Zeile die gelben Knöpfe, das sind Aktionen für deinen Arbeiter. Genau, Bewässerungssystem anlegen. Das heißt, machen. Genau, von diesem Feld aus kann die Stadt hinterher mehr Nahrung erhalten, wenn eine Bewässerungsanlage drauf ist. Da ist noch ein Arbeiter. Du hast 2 Arbeiter, mit dem kannst du weiterziehen und ein anderes Feld zum Beispiel auf einem anderen Feld machen. Du kannst dich auf dem Fluss schneller bewegen, als wenn du dem Flussverlauf folgst, als wenn du so übers Land läufst. Ja, genau. Dann hast du sozusagen jetzt immer noch einen Zug frei. Ja, ich würde mit dem nicht zu weit weglaufen. Und da hast du noch einen zweiten Siedler, mit dem kannst du irgendwann eine zweite Stadt gründen. Kannst ja mal in die andere Richtung laufen oder so. Du kannst Städte nicht furchtbar nah aneinander bauen. Hm. Beziehungsweise du solltest das auch nicht. Jetzt hast du den Siedler auf eine Reise geschickt über mehrere Züge. Drück mal wieder drauf und sag ihm, damit sind seine bisherigen Befehle auch gecancelt. Das reicht schon. Okay, ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Wenn du jetzt hier wieder einfach mal in das Feld drückst, dann geht er zur nächsten Einheit, die noch Züge frei hat, oder sagt, der Zug ist beendet. Ja, okay. Wenn du den Zug beenden willst, links neben der Karte ist dieses Zahnradsymbol, das beendete Zug. Ja, oder genau. Shift-Eingabe, ja. Jetzt können alle Computergegner ihren Zug machen, das haben sie gerade getan. Das haben wir natürlich nicht gesehen, weil wir noch keine anderen Nationen kennengelernt haben. Und mit dem drück mal auf den Siedler, als erstes wollen wir mal die Stadt gründen. So, und an den Befehlen unten hast du in der Liste Stadt gründen. Ja, dann machen wir jetzt mal. Genau, One More Turn wird unsere Hauptstadt. One More Turn, weil das Spiel ziemlich fesselnd ist. Also man will eigentlich immer noch einen Zug mehr spielen. Nennen wir die jetzt einfach so, ja? Mhm. Okay. Die Städte sind tatsächlich benannt, entsprechend der Nationen, die man spielt. Ich hatte aber gerade den Eindruck, ich hätte sie bearbeiten können, den Namen. Ja, du hättest ihn bearbeiten können, genau. Okay. Genau, standardmäßig hast du keine Technologie erforscht. Also die einzige, du kannst ja mal gucken, was du produzieren kannst in der Stadt. Also wir haben gerade diese kleine Minikarte, wir haben in der Stadt einen Bürger, das heißt, wir
können nur ein Feld um die Stadt herum bewirtschaften und müssen uns auch suchen, welches. Standardmäßig hat er jetzt sein Wirtschaftsfeld irgendwo in Wald gesetzt. Das ist, genau, da kriegt er ein bisschen Nahrung und gute Produktion. Mit Nahrung kann die Stadt wachsen, kann dann mehr Felder bewirtschaften und zum Beispiel eine höhere Produktion erhalten dadurch und mehr Handel handeln. Wenn du auf den Hammer klickst, dann kannst du die Produktion ändern. Also, wenn man noch keine Technologie hat, noch nichts kann, Kasernen kann man immer bauen. Oder neue Siedler, um mehr Städte zu gründen. Wenn man einen Siedler baut, wird ein Teil der Bevölkerung aus der Stadt entnommen und zieht sozusagen los, um eine neue Stadt zu gründen. Da wir im Moment nur eine Stadt von der Größe von 1 haben, wird die Stadt aufgelöst werden, wenn wir einen Siedler fertigstellen. Das wollen wir nicht. Also, würde das denn Sinn machen, wenn man jetzt hier 5 Gold pro Runde sammelt, damit das, man das irgendwelche... Das produziert dann für deine Staatskasse sozusagen, genau. Kann man damit Entwicklung vorantreiben? Du kannst später, wenn du Städte ausbaust mit Erweiterungen, wenn man zum Beispiel Mauerbau erlernt hat dann oder entwickelt hat als Technologie, dann kann man Stadtmauern bauen oder man kann, wenn man eine Währung hat, einen Marktplatz bauen und sowas. Oder wenn man Flug oder Motorflug entwickelt hat, kann man einen Flughafen bauen, so ein Dinge. Und diese Erweiterungen, wenn die Produktion in der Stadt nicht ausreicht, um sie zu bauen, dann kann man sie sich kaufen. Dazu ist diese Staatskasse da. Aber jetzt erstmal kannst du ja einfach weiterhin Krieger bauen. Und wir wollen mal eine Technologie entwickeln, die uns hoffentlich was Besseres ermöglicht. In 2 Runden ist ja ein Krieger fertig. Die Stadt ist sehr produktionsstark gerade. Der Krieger braucht sozusagen 10 Produktionseinheiten, um fertiggestellt zu werden. Und wir produzieren 5 pro Runde in der Stadt. Das ist für den Anfang ziemlich viel. Also wir haben eine gute Lage erwischt. Ja. Den Dialog kannst du, denke ich, fürs Erste schließen. Wir haben auch Forschung. Wenn du nochmal in deinen Zivilisationsdialog da unten sozusagen guckst, im Moment forschen wir tatsächlich an Mauerbau, das war das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Du kannst ja mal so ein bisschen durch den Technologiebaum klicken oder so, ne? Ja, ich klicke mal in den zweiten rein. Ja, das ist das Ziel. Also du hast sozusagen eine Forschung, die du unmittelbar betreibst. Und dieses Forschungsziel, wo du gerade drauf geklickt hast, das war so ein Teil der Automatisierung, die der Client zulässt, dass du schon auf eine bestimmte Technologie hinforschst. Man möchte eigentlich Raumschiffe bauen, ne? Ist ja ganz klar. Ne? Genau, also das Ziel in dem Spiel ist sozusagen, entweder alle anderen Zivilisationen niederzumachen oder ein Raumschiff zu bauen und nach Alpha Centauri zu fliegen. Also am Ende sollte man einen Planeten für sich alleine haben, entweder diesen oder einen anderen. Mittelklick war das, um ein bisschen mehr Informationen. Ja, richtig, ja, genau. Genau, und dann sieht man hier. Genau, den Baum. Astronomie ermöglicht dann, wenn du eine Universität dazu hast, eine Gravitationstheorie. Mit der Gravitationstheorie kommst du zu Flug und ich glaube von da dann irgendwo zu, weiß nicht, kommt man von da schon zu Raketen? Ja, Raketentechnik, genau. Raketentechnik ermöglichen irgendwas wie Aegis-Kreuzer, also militärische Einheiten. Raketen, Atombomben, man kann Atomkrieg führen, kann dann relativ schnell auch tatsächlich zu einem atomaren Winter führen, indem sich die Landschaft um einen herum verändert. Oder Komponenten für das Raumschiff, mit dem man das Spiel gewinnen kann. Das ist aber jetzt noch was anderes, ja, das Apollo-Programm, das ist noch nicht das Raumschiff, ne? Der Raumschiffkörper ist eine Komponente, also das Raumschiff muss man zusammenbauen aus mehreren Städten. Ah, okay. Hm. Das ist ja nicht so einfach. Aber bis dahin werden sowieso noch 2000 Jahre vergehen oder so, bis wir soweit sind. Das ist interessant, wir sind jetzt die hackische Bevölkerung. Ist im Jahr 3950 für unsere Zeitrechnung. Das ist auch nett. Und wir haben genau 50 Goldstücke. Genau. Wir wissen auch nicht so viel über unsere Umgebung. Das Apollo-Programm zum Beispiel würde einem ermöglichen, die ganze Karte auf einmal zu sehen. Das sind Weltwunder. Weltwunder können nur von jeweils einer... Also wenn wir jetzt das Apollo-Programm bauen würden, dann würde kein anderer Spieler das mehr bauen können. Und wir hätten den Vorteil daraus. Wenn wir jetzt Mauerbau erforschen, was eher realistisch ist, das werden wir demnächst haben, dann können wir zum Beispiel die große Mauer bauen, die in jeder Stadt als Stadtmauer gilt. Oder wir können Pyramiden bauen, die als Kornspeicher gelten und das unseren Städten ermöglichen, schneller zu wachsen. Aber soweit. Vor allem könnten wir, wenn wir Töpferei haben, könnten wir Kornspeicher in jeder Stadt bauen oder
Stadtmauern. Das ist sozusagen, gibt es einmal das Wunder und einmal die normale Stadterweiterung. Die normale Stadterweiterung kann man in jeder Stadt bauen. Dafür muss man dann noch Unterhalt zahlen und sowas. Ja. Vielleicht passiert was, wenn das Dorf einsammelt mit dem Reiter. Mit dem Dorf einsammeln. Guck mal, wenn du den Forscher nimmst. Den, ja? Ja, den Kundschafter. Na halt, jetzt hast du gerade deinen Siedler irgendwo langgezogen. Klick den erstmal an, damit er blinkt. Ja, genau. Okay, und dann jetzt. Rundenbasiertes Spiel. Kennt man nicht mehr so. Ah, wir haben eine kostenlose Technologie bekommen. Ja, ich würde nicht auf Astronomie hinforschen gerade. Da wird uns einiges entgehen, was erstmal für den Anfang vom Spiel wichtiger ist. Dann, wie kriege ich das wieder raus? Jetzt habe ich sie hier drinne. Ja, du kannst auch die Technologie setzen, als Ziel setzen, an der du im Moment forschst. Dann ist das. Wo haben wir die denn? Wir hatten eine zeremonielle Bestattung. Ich sehe die gerade nicht. Hier in der Mitte. Da. Genau, was macht das für einen Sinn? Man hat so eine Technologieschiene von verschiedenen Religionen, die man entwickelt. Die sind fürs Gemüt der Bevölkerung da, nicht? Also wenn uns die Bevölkerung revoltiert oder so, dann kann man anfangen, Tempel zu bauen oder Kirchen zu bauen oder so. Es gibt noch eine atheistische Variante davon. Es gibt noch das Kolosseum, was man bauen kann. Mhm. Und ansonsten gibt es halt so diese Militärtechnologien, oder ziemlich viel Finanzwesen. Man kann halt Bankwesen, Aktiengesellschaft und sowas entwickeln. Was man meiner Meinung nach auch tun sollte, dass je mehr Handel man hat, desto schneller forscht man. Wir haben verschiedene Staatsformen. Wir starten als Despoten, als Diktatoren und können zum Beispiel. Konnte man das nochmal sehen? Du kannst. Ah, da, das genau, steht. Ja, im Moment ist es eine Diktatur. Du kannst jetzt eine Revolution anzetteln, dann hast du erstmal ein paar Runden Anarchismus und kannst eine andere Staatsform wählen hinterher, die du schon entdeckt hast. Aber wir haben noch keine andere entdeckt. Also im Despotismus haben wir bestimmte Nachteile. Wir können nicht so gut Handel treiben, wie wenn wir eine Republik hätten oder eine Monarchie. Wir können dafür Volksaufstände unterdrücken mit militärischen Einheiten, was man in einer Demokratie nicht kann. Normalerweise. Okay, wollen wir mal einen Spielstand laden, der ein bisschen mehr advanced ist? Das könnte man machen. Ne? Ja, lass uns das mal tun. Wie kann man den jetzt hier abspeichern? Das wäre natürlich auch interessant. Genau, Friese speichert jede Runde automatisch ab. Das heißt, wenn der Client irgendwie abstürzt, oder der Rechner ausgeht oder so, verliert man in der Regel nichts. Du hast oben links diesen Schraubendreher. Ah, genau, das sind die Optionen vom Client. So, Spiel speichern. Der Spieler ist auch schon gespeichert, damit du wird selber Namen für die Safe Games. So, Spiel. Ich glaube, du musst erst verlassen, damit das dann laden kann. Genau, und dann neu laden. Und da hat man schon was vorbereitet hier. Wir hatten genau den frühen Spielstand. Also es gibt so eine Technologiewende, das kann man auch nur ein bisschen unscharf, ein bisschen grob sehen. Es gibt das Schießpulver, was die Entwicklung von vielen anderen Technologien ermöglicht. Und wir sind hier gerade kurz vor der Entdeckung des Schießpulvers, zumindest von der Zivilisation, die ich gespielt habe. Genau, aber vorher, weil das ist jetzt ein Safe Game von Paul und ich heiße aber hier auf dem Rechner Gnu. Und deswegen muss ich mir erstmal, warte mal, List Players? Ich glaube, du willst erstmal List Players. Ja. Das ist wieder der Vorteil von einem GTK-Klienten, dass ich da viel mehr klicken kann im SDL-Client. Der sieht zwar besser aus, aber ich muss die Kommandozeile mehr benutzen. Genau, und dann sehe ich hier oben, Benutzername Paul und der hat den Namen im Spiel Arcana. Also so wie du gerade den Linus Torvalds hattest, ist das jetzt. Genau, so ist das wahrscheinlich. Eine historische Führungsperson vermutlich. Arcana, genau. So, Gnu hat den Arcana menschlich lebend übernommen. Dann kannst du weiter. Und dann kann ich den starten. Genau, dann sehen wir dann schon hier ein bisschen mehr. Ich hatte Glück mit meiner Startposition im Spiel. Wenn du ein bisschen über die Karte gehst, also ich habe noch nicht viel entdeckt. Ich bin glücklicherweise, was selten passiert, auf einer Insel gestartet, auf der kein anderer Spieler war. Was den Vorteil hat, dass ich mich relativ gut entwickeln konnte hier drauf. Und was man im Spiel, also man kann in dem Spiel halt Krieg führen. Das ist relativ anstrengend und das zieht halt ganz schön Ressourcen aus der Wirtschaft. Und eigentlich will man das eher vermeiden, würde ich sagen. Obwohl es sein kann, dass obwohl man am Ende das Spiel am besten auf die Weise gewinnen kann. Ja, ich habe ein paar Stadterweiterungen gebaut, Banken, Kornspeicher, Bibliotheken,
in so einer Bücherei, wenn man eine Bücherei in der Stadt hat, dann produziert die Stadt zum Beispiel mehr Punkte in der Forschung. Mit Kornspeichern wächst sie schneller. Genau, von den Steuern, die du einsammelst, gehen 80% in die Forschung, was ziemlich gut ist. Das geht zum Beispiel in der Diktatur gar nicht. In der Diktatur kannst du maximal 60% in einer Kostenstelle haben. Ja, und 10% gehen in Luxusgüter. Das ist auch, boah, das macht man. Und der Rest, der kommt in die eigene Hosentasche. Genau, in die Staatskasse. Ja. 10% in die Staatskasse. Du kannst ja mal... Könnte man eigentlich... Oh. Ja. Ja, passt da dynamisch an. Ja, genau. Es müssen immer 10% irgendwie... Nee, das müssen nicht. Du kannst auch die... du kannst den Luxus auch ganz runterfahren, das geht. Ja, aber dann kriege ich das trotzdem nicht höher. Wenn du jetzt auf Aktualisieren klickst, dann sagen wir, jetzt machen wir gerade miese. Klicken wir auf Aktualisieren, dann rechnet er jetzt neu vor. Oh, wir haben immer noch ein Einkommen von 1, das ist gar nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall, man hat einen Staatsschatz und wenn das Einkommen negativ wird, wird dieser Staatsschatz aufgebraucht. Und am Ende werden Stadterweiterungen zwangsveräußert und dann hat man plötzlich keine Stadtmauern mehr zur Verfügung oder so. Kannst du mal auf so eine Stadt draufklicken, ne? Wird gerade eine Bank gebaut, wenn wir 14 Runden nicht warten wollen, dann können wir uns die auch einfach kaufen. Genau, das war hier mit Produktionsbeschleunigung. Ne? Genau. Und dann, wie haben wir denn? Wo steht da? 622. Gold. Ja, die Bank würde jetzt 82 Goldmünzen kosten, kann man ja mal machen. Und dann wird nächste Runde diese Bank fertig. So, wir haben, was haben wir hier? Hier ist schon relativ viel Handelspunkte. Wir haben als Staatsform gerade Republik. Da besteht ein bisschen Korruption. Wenn man andere Staatsformen hat, so was wie Demokratie oder Kommunismus, dann hat man keine Korruption mehr. In der Diktatur dafür sehr viel, sollte man ziemlich schnell die Diktatur loswerden. Genau, und die Stadt wird gerade von der Legion verteidigt. Wir haben noch kein Schießpulver, also wir haben noch keine Musketiere. Was heißt das, wenn ich die jetzt aktiviere? Dann wird sie als nächstes bewegt. Okay, ansonsten ist sie halt so irgendwie in der Stadt und schützt die Stadt. Im Moment eine Einheit in einer Stadt schützt eine Stadt. Eine Stadt, in der keine Einheiten sind, kann eingenommen werden von Militäreinheiten. Die Einheit ist zudem im Moment befestigt. Also sie hat sozusagen einen Zug dafür aufgewendet, sich nicht zu bewegen, sondern sich einzumauern in dem Gelände. Damit wird ihre Verteidigungsstärke ein bisschen erhöht. Und... ja, man hat verschiedene Geländevorteile, die man zur Verteidigung nutzen kann. Also eine Einheit, die im Wald irgendwo ist, kann sich besser verteidigen als eine Einheit im Flachland. Und eine Einheit im Gebirge hat auch einen hohen Verteidigungsvorteil. Wenn man Stadtmauern hat, ist das gut, um eine Stadt zu verteidigen. Ich sehe gerade Zufriedenheit, ne? Zwei von... Genau, in der Stadt gibt es einen... Von sechs Bürgern sind nicht so zufrieden. Großstädter haben... Also je größer die Stadt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Einheit unzufrieden wird. In großen Städten hat man immer ein bisschen unzufriedene Leute. Deswegen muss man dann halt zur Religion greifen, Tempel bauen oder sowas. Man kann in einigen Staatsformen auch Volksaufstände mit Militäreinheiten unterdrücken, aber nicht in allen. Ja, eine Stadt muss die Einheiten versorgen, die sie baut, oder zumindest einige davon, je nachdem, welche Staatsform man hat. Lass uns mal weiter gucken. Ich wollte jetzt nicht den Marktplatz verkaufen. Wir wollen, er fragt gerade danach, unsere Karawane zu bewegen. Die ist, wenn du draufklickst, dann wird durch die Einheiten, dann werden die Einheiten verändert, die gerade am Zug sind. Mhm. Also am Ende des Zuges hast du alle Einheiten einmal bewegt, aber hiermit gehst du erstmal durch. So, der Arbeiter baut gerade Bewässerungsanlagen, damit die Stadt mehr Nahrung produzieren kann, die das Feld bewirtschaftet. Du kannst ja mal eine Straße bauen, jetzt ist gerade die Bewässerung angelegt, als nächstes kann die Straße dort gebaut werden. Das ist das erste Symbol. Ah ja, und da ist unsere Karawane. Eine Karawane kann Handel treiben, das bringt mir Punkte für die Staatskasse, für die Forschung. Oder ich kann sie in eine Stadt bringen, in der ich ein Weltwunder gerade baue. Und die Karawane kann dann dabei helfen, sozusagen dieses Weltwunder weiterzubauen. Und damit können mehrere Städte daran teilnehmen, ein Weltwunder zu errichten. So, ich habe mir in dem Spiel gerade die Pyramiden gegriffen und bin dabei gerade die...
ziemlich früh im Spiel die Adam Smiths Handelsgesellschaft zu bauen, die einem zum Beispiel bestimmte Stadterweiterungen bezahlt. Genau, die kann jetzt zum Beispiel entweder in den Wald reinlaufen, dann sind ihre Bewegungszüge aufgebraucht, oder sie kann auf der Straße weiterlaufen, dann kann sie sich um ganze 3 Felder bewegen. Ah. Wenn die Eisenbahn entwickelt, dann kannst du deine Straßen, die von den Siedlern gebaut wurden, zu Eisenbahnschienen upgraden. Und dann können sich Einheiten ohne das Verbrauchen von Bewegungspunkten drauf bewegen. Eine Frage. Der hat ja hier gerade eine Straße gebaut. Der ist gerade dabei, eine Straße zu bauen. Das ist dann hier so ein Stück, was er hier hinkommt, genau. Oder wie? Ah, ja. Okay. Sieht man jetzt nicht. So, Spielzug beendet. Ja, genau. Das ist dann, irgendwie Shift-Eingabe, ne? Ja. So, jetzt gerade eine Forschung fertig geworden. Ja. Medizin ermöglicht uns später dann sowas wie Kanalisationen anzulegen. Eine Stadt kann eine bestimmte Größe nicht überschreiten, solange sie keine Kanalisation hat. Hm. Aber so groß sind unsere Städte noch nicht. Ich würde erstmal was anderes entwickeln. Jetzt mal gucken, was gerade als unmittelbares Forschungsziel zur Verfügung steht. Wir könnten jetzt Demokratie entwickeln. Mit dem Kriegerkodex können wir uns langsam an das Schießpulver rantasten. Ich denke, das ist so die nächste Schlüsseltechnik, die wir auf dem Schirm haben. Wir können auch die andere Variante nehmen und Kartografie und Seefahrt erforschen. Ich bin ja immer noch für Raumschiffe. Das geht viel zu weit. Also man kann das Spiel verlieren, dabei auf den Gewinn hinzuarbeiten. Nicht? Also, ja, wenn du, okay. Also ja. Du willst halt wirklich Umwege gehen. Aber die muss man ja manchmal. Wenn du gleich in Weltraumforschung investierst, dann werden irgendwann deine Städte nicht mehr wachsen können, dann wirst du letzten Endes auch nicht in der Lage sein, das Raumschiff zu bauen. Du kannst deine Städte nicht verteidigen, wenn du kein Militär hast. Ja, also das. Gut, wir sind dafür, haben wir jetzt eigentlich schon eine Staatsform, die sehr schnell Forschung produziert, und wir haben gerade eine sehr frühe Forschung, die wir lange vernachlässigt haben. Deswegen wird ja auch in der nächsten Runde schon fertig sein. 72 Punkte und er braucht nur 28? Ja, er braucht nur 28 Forschungspunkte und wir produzieren 72 pro Runde. Dann könnten wir theoretisch jetzt noch eine zweite Forschung. Dann könnten wir jetzt schon das Ziel festlegen, wo wir hinwollen. Also wir wollen eigentlich zum Schießpulver, ne? Oder zumindest ist, ja, genau. 11, genau. Wir brauchen also 11 Runden, bis wir beim Schießpulver sind. Und sozusagen 3 Technologien dazwischen. Kann es sein, dass das immer von dem hier oben abhängt? Oder? Nee, das unten ist das Ziel. Und du wirst, wenn die nächste unmittelbare Forschung fertig wird, dann wird er auf Basis des Ziels automatisch die nächste Technologie auswählen, die er erforscht. Das hat aber keine unmittelbaren Auswirkungen, was du unten wählst. Das ist nur ein Feature, was der Client hat. Das ist auch nicht, aber man kann es jederzeit wieder ändern. Ja. Aber dann erreicht man halt sein Ziel später. Ich würde mich darauf... Lasst euch nicht ablenken davon, das ist für mich. Okay. Was sind hier, das ist hier Nahrung, da ist nämlich an, da ist irgendwas. Eine Mine hast du hier, sieht so aus. Ja, genau, da habe ich eine Mine gebaut, das ermöglicht halt, diesen Berg besser auszunutzen. Da ist gerade eine Karawane irgendwo angekommen, ne? Wir können jetzt entweder eine Handelsroute erstellen oder halt dieses Weltwunder weiterbauen. Ja. Jetzt habe ich das Feld einfach weggeklinkt. Genau. Jetzt kannst du ja mal auf Karawane hilft, Adam Smiths Handelsgesellschaft zu bauen. Du kannst mal auf die Meldung klicken. Dann poppt gleich unsere Stadt auf. Und jetzt brauchen wir nur noch 8 Runden, bis die fertig ist. Ja. Und hier wird gerade zum Beispiel, um möglichst schnell bauen zu können, habe ich meine Arbeiter oder die Bevölkerung darauf angesetzt, Felder zu bewirtschaften, wie zum Beispiel Wälder, in denen sie viel Produktion erhält, aber die Nahrungsmittelproduktion zu vernachlässigen. Also die Bevölkerung lebt im Moment aus dem Kornspeicher und das kann dazu führen, dass die Stadt schrumpft. Na, das wollen wir natürlich nicht, aber wir werden zum Glück mit dem Bauwerk fertig sein, bevor der Kornspeicher leer ist. Deswegen kann man das machen. Und danach müsste es ja wieder sein, wenn man da wieder umschiften. Also Gürtel enger schneiden ist gar nicht angesagt. Ja, ja, genau. Diese Zivilisation. Man kann das aber auch hier schnell beschleunigen, ne? Du kannst jetzt versuchen, das zu kaufen. Also Wunder sind ziemlich teuer. Aber jetzt 200, ist das dürfte erst reichen. Wir könnten uns das schon leisten. Also es ist immer... Wir machen das einfach es mal... Es ist immer gut, genau, machen wir das mal.
ist immer gut, ein bisschen Geld in der Staatskasse übrig zu haben, falls so ein Krieg ausbricht, dass man schnell irgendwie, wenn eine Stadt angegriffen wird, doch noch im letzten Zug noch eine Legion bauen kann, um sie zu verteidigen. Ja, jetzt die nächste Karawane gerade irgendwie am Start, die jetzt nicht mehr bei dem Weltwunder helfen muss. Die kannst du jetzt auch in eine andere Stadt schicken, damit sie eine Handelsroute bauen kann. Und das ist ein Arbeiter, der ist gerade dabei, Bewässerungen anzulegen. Oder? Wo steht er? Wir sagen gerade, auf dem Feld, auf dem er steht, da ist eine Straße und eine Bewässerung, das steht da. Ja. Woher weiß ich, dass er fertig ist oder nicht fertig ist? Dadurch, dass er jetzt nach neuen Befehlen fragt. Ah, okay. Mhm. Das heißt, er kann als nächstes... Gibt es hier noch eine Möglichkeit, irgendwie hier eine Straße zu der anderen Stadt hier? Ja, genau. Du kannst mal Shift-R drücken. Also mit R baut er eine Straße auf dem Feld und mit Umschalt-R kannst du ihn irgendwo hinschicken, wo er eine Straße hinbauen soll. Oh. Er kann nicht über einen Fluss eine Straße bauen. Wir haben noch keinen Brückenbau entdeckt. Aber hier würde eine Verbindung dann. Das wäre aber ja, dann da baut er noch ein Verbindungsfeld. Das macht nicht so viel Sinn. Mm. Kannst mal ein bisschen weiter über die Karte scrollen mit einem Rechtsklick, glaube ich, kannst du irgendwo anders mal. Ja, aber so richtig. Nee, geh mal nach rechts, da ist noch eine Stadt. Kannst du nach Kunagota bauen oder sowas. Ja, da muss er jetzt auch um den Fluss rumbauen, aber das kann man machen. Ja. Genau, da schickst du ihn hin, dann hat er seine Befehle und hier reicht es bis zu dem Feld oder muss das richtig auf das rauf zeigen? Die Stadt selber hat von automatisch schon Straßen gegründet. Schon Straßen. Achso, dann brauche ich ja eigentlich nur. Oder brauchst du nur an die andere Straße anschließen, an die bestehende. Bis hierhin, ja, mhm. Genau, wenn ich das richtig sehe. Genau. Reicht das schon. Bis hierhin. Ja. Perfekt. Die Karawane, die kann ja immer eine Handelsroute bauen, aber nach. Also, die steht gerade von der Stadt, die ist noch zu nah dran, um eine Handelsroute zu schaffen. Aber du kannst sie mal nach irgendwo anders hinschicken. Boah, ich schick's einfach dahin, ne? Mhm. Ja, es gibt so verschiedene Gewinnkonzepte. Also wer das Spiel schon mal ausprobiert hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Computergegner sich so ein bisschen nervig verhalten. Also sie spielen nicht gut oder schlecht, sie spielen einfach nervig. Es gab in dem Spiel... In einem älteren Ruleset gab es eine Variante, um gut zu gewinnen, dass man ganz, ganz schnell ganz, ganz viele, viele, viele kleine Städte gründet. Und das nervt total, weil es nimmt den Spaß im Spiel, weil man die Städte selber nicht mehr ausbaut. Man baut keine Aquädukte da drin oder keine Flughäfen. Es hat bestimmte Vorteile im Spiel gebracht. Das wurde jetzt in Civilization 2 so ein bisschen, oder in FreeCiv 2 so ein bisschen entschärft. Insofern ist es nicht mehr ganz so hart. Und ja, man kann es, wie gesagt, im Netzwerk spielen. Und wir haben einen Webclient vergessen zu erwähnen. Das sollte man machen. Zumindest mal zeigen, dass es ja den gibt. Kann man sich auch runterladen und selber betreiben. Das Schöne ist, der macht relativ viel lokal. Also wenn man auf playfreeciv.org geht, dann läuft halt ein... genau. Das Spiel läuft zwar auf einem anderen Game-Server, aber die Spielstände, die wir speichern zum Beispiel, werden bei uns im Browser abgespeichert. Ja, und hier kann man auch ein Multiplayer-Spiel ganz gut starten, ohne auf Client-Versionen achten zu müssen oder sowas. Weil die halt alle über die gleiche Web-Oberfläche spielen. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir entlassen euch für dieses Quartal. Das Spiel macht richtig Spaß. Und probiert es mal aus. Ultra komplex und man muss sich da ein bisschen rein. Wir konnten halt gerade mal so 0,5% von dem gesamten Spielverlauf vielleicht maximal zeigen. Maximal. Das scheint ja sehr, sehr umfangreich zu sein. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Zeit versenken. Also, rundenbasiertes Strategiespiel ist eigentlich unter dem Namen Civilization ein Klassiker gewesen und das im FreeCiv sozusagen der freie Klon davon. Also der nächste Winter kommt bestimmt und Temperaturen unter Null auch. Und dann müssen wir was da machen. Vielleicht machen wir dann sogar mal eine Knuffunst-Folge wieder. Durchaus möglich. Musik